Genauso wie in der letzten Folge schauen wir jetzt mal, was sich bei Karush tut, wenn wir seine Hütte verbessern. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry Primal. So, Karush. Wir sehen jetzt das mal, also es ist ein runder Klumpen. Deine Hütte und davor steht irgend so ein Totem. Wie auch immer, und daneben du. Dann schauen wir mal, was sich jetzt tut. Wenn wir den Streifenwolf hätten. Das war ja mal die größte... Ich schäme mich. Größte Folgenfehler beginnen. Der größte Folgenfehler beginnen. Fehler einer Folge zu beginnen. Fail, wie man es denn gerne hätte. Irgendwie so. Bei Woga war es, oder? Der Höhlenbär, genau. Und bei Tensei war der Löwe. Genau, stimmt. Und oben bei ihm gab es ja noch eine Deichehand. Okay, dann schauen wir hier nochmal. Also du hast auch so einen Klumpen mit einem Geweih drauf. Wo ist denn dein Totem? Hä? Du hast doch letztens ein Totem gebastelt. Wo ist denn das hin? Ach, das hier, ne? Ah, okay. Ganz schön weit weg. Also du hast einen Klumpen mit Geweih drauf und daneben ein Carport. Dann sehen wir mal. Bei dir gibt es die Bombentasche. Okay, okay. Und was tut sich? Na? Der Klumpen bleibt bestehen. Das Geweih auch. Carport auch. Hast du jetzt noch links davon mehr Hütten bekommen? Oder einfach nur neue Nachbarn? Weil da hat sich jetzt für mich gar nichts geändert. Hier, man sollte die Hütten eigentlich relativ spät verbessern, weil... Wenn man... einen besseren Booster hat, also mehr Bonus-Erfahrungspunkte, dann... bekommt man auch mehr, wenn man die Hütten verbessert. Also, sagen wir mal, plus 25 im Vergleich zu jetzt plus 14 war es doch, ne? Ja, plus 14. Was wir jetzt machen können, das mache ich jetzt schon mal. Manuelle Heilung plus 1. Und bis zu 3 wiederhergestellt werden. Bis zu 3 können insgesamt wiederhergestellt werden, okay. Machen wir. Und einen Gesundheitsbalken mehr. Als nächstes würde ich ganz gerne noch schneller... und ausdauernder sprinten, aber auch der leise Sprint wäre cool. Oder auch cool, mehr Pfeile mit einmal herstellen. Das jetzt wäre nicht so cool, aber müssen wir nehmen. Hier wäre eigentlich bloß das mit den Sperren sehr interessant. Und hier hinten, ja, noch mehr finden, das wäre noch ganz interessant. Müssten wir aber erst das machen, das kostet wieder einiges. Ja, hier hinten gibt es dann nochmal ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Da müssen wir aber den Spaß hier nehmen, na gut. Kostet bloß einen Punkt, genauso wie das. Ach, und das war eben... Ah, mit dem Karush, genau. Okay, dann sehen wir es nochmal. Waffen schneller wechseln und dann eben hier die Zielgenauigkeit verbessern. Dann würde ich jetzt gerne sparen auf entweder hier, auf die beiden oder auf... Na, hinten, das dauert zu lange. Ah, der Speer dauert auch zu lange. Also dann eher hier hinten noch bei Karush. Überleben, dann Jagd und dann Karush nochmal. Aber wir gehen jetzt noch zu Tensei, weil wir noch seine Hütte verbessern dürfen. Ah, lass mich durch. Sonst brenne ich dir deine Hütte nieder und tritt deine Körbchen umher. Wo hänge ich denn? Sollte mal seinen Weg ebnen. Ach, da ist wieder eine Mission. Die machen wir jetzt nicht. Und daneben ist ja nochmal Mammut-DLC. Alter Holz, ernsthaft? Oh, dann gehen wir mal kurz zum Lager, holen uns da Holz und dann wird wieder ausgebaut. Aber gut, wir haben jetzt zwei Hütten ausgebaut, dazu brauchen wir Holz, ist verständlich. Aber dass wir das dann nicht automatisch aus dem Lager nehmen können, wenn wir die Hütten verbessern, ist etwas doof. Das reicht jetzt nicht ganz, oder? Obwohl, 32, wie viel brauchen wir? Ich nehme mal hier wieder alles mit, was geht. Oh, 75 Bienenschwärme und 71 der gelben Blätter. Was war denn das? Schiefer? Alterholz? Ah, Alterholz, stimmt, das war's. Oh. Ach, 18. Dann nimmt er das auch automatisch aus dem Lager. Oh. Rotelch, haut. Rotelch? Ah, ne, wir brauchen ja Hörspei. Ah, wir brauchen Hörspei. Jaima. Mist. Seltene Federn. Rotbeißfischhaut. Schwarzes Jaguarfell, das haben wir... Ne, Jaguar hatten wir noch nicht, wir hatten Löwe.
Das Weißjagd haben wir selbst schon gefunden. Schwarzer Löwe ist hier. Dann Streifenwolf. Fell hat aber noch keiner gefunden. Spüre die Fährte des Tieres mit dem Jägerblick auf. Vorkommen Streifenwölfe finden sich manchmal unter anderen Wölfen, habe ich schon vermutet. Und hier wäre Weißhörschaut. Ja, wir müssen denen einfach begegnen. Entweder sind die auf der Karte markiert mit besonderen Tieren, die wir jagen können. Oder wir müssen sie einfach zufällig finden. Also mit den besonderen Tieren meine ich den Großnarbenbären und das Mammut müssen wir umbringen. Jetzt haben wir auch noch weiterhin 18 stehen, ja. Dann müssen wir noch weiter Holz sammeln. Das machen wir demnächst, aber erst einmal will ich jetzt hier die verbesserte Gesundheit, das war ja so, auswählen. 6 stellt es wieder her. Wir haben aktuell 5 Fell. Dann gab es hier noch eine Hand. Da. 855. Boah, das lohnt sich ja richtig, die nächsten zu bekommen. Moment. Wir haben jetzt, glaube ich, 2 Punkte. Da könnten wir schon mehr Pfeile herstellen, oder? Ja, 3 oder 4. Will ich eher leise sprinten? Oder will ich lieber mehr Pfeile herstellen, dann verbrauchen wir weniger Holz? Dann muss ich an sich weniger jagen. Sammeln, meine ich. Das Holz jagen. Ach, ich spare noch. Kann mich jetzt noch nicht entscheiden. Und wenn wir das Bollwerk angehen, kann ich das immer noch einsetzen. Jetzt gehen wir zur Orki und nehmen währenddessen noch genug Holz mit. Das ist doch mal wieder ein kleiner Plan des Großen. Und zu ihm mussten wir weit nach links. Weit in den Osten von Oros. Da ist dieser Großnarbenbär, genau, da lag ich schon richtig. Und da wäre Orki. Wir könnten noch Außenposten einnehmen. Dazu brauchen wir noch das Lagerfeuer. Dann könnten wir die 2 Punkte noch mitnehmen. Lagerfeuer. Was ist denn das? Achso, das ist Orki. Achso, habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen, sein kleines Icon. Das war so gut getarnt. Dann dahin. Da wäre auch noch was auf einer Insel, auf einer kleinen Insel, ein Außenposten. Interessant. Aber wir reisen jetzt erstmal Fundstücke. Hände, Armbänder, Totem, Höhlenmalereien und noch irgendwas war es doch. Ah, die neue Keule sehen wir da. Schwarzer Höhlenlöwe ist ja gut und schön. Ich würde aber gerne wieder unseren Säbelzahn haben. Der kann einfach mehr. Bist du ein Streifenwolf? Mach mal tot, ich bin mir nicht ganz sicher. Der haut jetzt gut ab, ne? Der war weiß, aber hatte der Streifen? Ich glaube nicht. Ach so, Nacht wieder vorbei. Da, alter Holz, jetzt hast du es umgebracht, das Tier. Ich gehe mal hin. Wenn es jetzt einer ist und ich nicht hinschaue, dann weiß ich von meinem Glück nicht Bescheid. Und wenn das jetzt wirklich ein Streifenwolf war, dann freue ich mich einfach umso mehr. Das war ein normaler Wolf. Und du hast keine Streifen. Hm, schade. Aber hey, den finden wir schon. Bin ich mir ganz sicher. Dann brauchen wir auch einen seltenen Hirsch. Ist der rot oder wie macht er sich bemerkbar? Wir werden es einfach sehen. Alter Holz brauchen wir noch. Herstellen darf ich auch noch. Kostet Hartholz. Keule. Oh, 10. Stimmt ja. Was brauchen wir hier eigentlich? Heute. Oh, ich muss mal kurz lenken. Heute, Hartholz, Feuerstein. Machen wir mal 10 davon. Und ich will meinen Speer wieder haben. Runter zum Fragezeichen. Wir brauchen ja noch Südstein. Hier unten wird geschrien. Da ist eine Katze, zumindest höre ich eine. Ich will nicht sterben. Super. Was ist hier für ein Tier? Hallo. Kleiner Jaguar. Jaguare sind hier unten und die Leoparden, die Schneeleoparden, wie wir sie aus Far Cry 4 kennen, die sind einfach im Schnee. Hallo Winja, nicht ihr. Nein, der blutet immer noch. Aber hey, wir wollen uns nicht weiter mit denen aufhalten. Ich will jetzt zu Orki. Weiter geht's. Ich lass dich in Ruhe. Ausnahmsweise mal, auch wenn du ein Udam bist. Eine Udamin.
Verfolgt uns immer noch die Mies. Hier ist auch wieder was, das ist weit oben. Moment, das schaue ich mir jetzt an. Kann man hier hochklettern? Ja. Das ist so ein Zeichen, vielleicht eins, was wir gerade nicht gesehen haben. Es ist noch über uns. Jetzt auf dieser Höhe. Müssen... Ups, falsche Taste. Müssen wir uns da vielleicht hinschwingen? Ich darf nicht? Jetzt. Ich gehe nochmal hoch auf die Höhe in etwa. Ich glaube, hinschwingen wird nichts, so weit kommen wir nicht rüber. Dann geht's erstmal ganz nach oben und wir schauen uns das mal von unten, von oben an. Von oben natürlich. Mann, was ist noch verkehrt mit mir? Das ist doch ganz, ganz oben. Und was ist jetzt hier so geil? Ich höre ein paar mystische Geräusche. Aber laut Karte müsste es gerade direkt unter uns sein. Da ist was. Oh, halt, da klebt was. Aua. Da kommt wieder was an. Du lernst aber auch nicht, da hängt was. Müssen wir das abschießen? Was ist denn das? Was? Was da? Sehr genau, am Ohr ziehen. Weiter A drücken, ich drücke schon die ganze Zeit. Du hast nicht aufgepasst. Was ist das, wenn wir das runterschießen? Ja, runterschießen. 285. Aha, das war eine Isila-Maske. Sowas. Gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Das war unsere erste. Warst du das? Warst doch gerade zu blöd. Zumindest einer deiner Artgenossen. So geht das nicht. Das war kein Stein. Oh, ich dachte, das wäre ein Stein. Das war ein Wollnashorn. Upsi. Herrlich. Ich wollte den Stein mitnehmen, aber nein. Ich hätte bloß einen Wollnashorn an den Hintern gepackt. Oh nein, Tigri ist gestorben. Tigri geht vor. Oh, das waren zwei. Das wäre beinahe schief gegangen. Gerade so nochmal die Kurve bekommen. Wir lassen dich nicht sterben. Es kostet Rotblätter. Haben wir zwar an sich genügend dabei? Nee, nee. Und ich laufe weiter. Ach, Ort entdeckt. Du blödes Vieh und dein Bruder oder Schwester. Zweimal Kopfschuss und das war's. Dann Karte auf zu Urki. Da gibt's noch Säbelzahntiger. Wir brauchen hier noch Säbelzahntiger-Haut für die Bombentasche oder für die Splitter. Entweder oder, und hier gibt's eine Schlange. Zünde erstmal hier an. Und dann geht's weiter. Ich lasse jetzt einfach mal die Tiere Tiere sein. Bist du eigentlich schon Vogel? Bist du ein Schneehuhn? Schneevogel? Stand jetzt nicht da, weil ich zu ungeduldig war. Na egal. Wir gehen weiter. Komm mal mit. Südstein brauchen wir noch. Aua. Bist du gestreift? Nee. Du nutzloses Tier, du. Stimmt, ich muss ja jetzt auch mehr Grünblätter sammeln, weil wir zwei mittlerweile verbrauchen. Hier, du bekommst jetzt. Deine so schon kaputte Nase hat noch mehr Schaden bekommen. In den Hintern. Ich finde das einfach so lustig. Das Spiel macht einfach so viel Spaß. Und da kann man nur lachen. In den Hintern gestochen. Ein Wurfstochstich. Okay, wir kommen. Was hast du dir diesmal ausgedacht? Du bist ja ein Denker. Und von dir werden wir keine Fähigkeiten lernen, weil... Ja. Der kann ja nichts. Außer auf die Nase fallen. Hörg, was hat denn Hörg uns eigentlich damals gebracht? Irgendwas glaube ich schon, aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Bei Far Cry 3, was haben wir jetzt gesammelt? Das habe ich jetzt auch nicht beobachtet. Bei Far Cry 3 kam er ja mit seinen C4-Affen an. Und davon hat er ja auch seltenes Südahorn, hat er ja auch im letzten Teil mal von gesprochen, als wir ihn kennengelernt haben. Das war bloß ein Weißwolf. Ein gerissener Weißwolf. Und kleine Affen. Da gibt es wieder eine Maske. Da oben blinkt es doch. Da. Komme ich die von hier?
285. Wir haben sie getroffen. Super. Was gibt's denn da? Ach so, wieder ein Stein. Südstein halt. Brauchen wir noch, deswegen nehme ich's mit. Das Südsteinchen. Dann gib mal wieder den Speer, lieber Takar. Wir brauchen noch grünen Platz. Vielleicht? Nee, war schon voll. Okay. Dann brauchen wir den Urki. Affen. Ninja. Südstein. Wir züchten hier schon wieder. Du. 6 Erfahrungspunkte. Naja. Naja. Gibt Besseres. Gibt Schlimmeres. Es hätte uns ja anfallen können, das blöde Vieh. Und das wäre mir auch nicht recht gewesen. Hier dürfen wir wieder klettern. Das sieht wieder cool aus. Die Schlucht, schaut mal. Schick, schick. Horus kann sich sehen lassen und Far Cry generell. Da lässt sich Ubisoft nie lumpen. Die Serie halten die einfach konstant gut und machen die auch noch besser. Das freut mich, denn in Far Cry habe ich mich schon vor längerer Zeit verliebt. Eine tolle Reihe. So, was gibt's hier? Südahorn? Dann gibt's hier das gleiche wieder, das dünne Gestängel. Und hier gibt's Isila. Und da unten ist ein Tier, ich weiß. Oh, es war ein Säbelzahn. Oh, geil. Zack. Weiter A drücken. Tegri, mach mal, wir brauchen noch das Fell. Den holen wir uns jetzt. Geil, die Rolle, wie wir ihm ausgewichen sind. Und dann nochmal angesprungen. Jetzt haut der Sack ab. Jetzt stellt unser Blutfang ihn, ne? Dann halt nicht. Komm wieder mit. Mann, wir brauchen das Fell noch, aber ich renne jetzt nicht nochmal einen halben Kilometer in die entgegengesetzte Richtung. Nö. Dann nehme ich lieber Südstein mit. Und er kommt schon wieder zurück. Die meisten Tiere, die uns anfallen, fallen uns auch ein zweites Mal an. War jetzt nicht gewollt, aber war jetzt auch nicht schlecht. Wir müssen da hoch, ne? Stimmt's. Da kam mir gerade was dazwischen. Will er immer noch fliegen? Oder hat er schon einen anderen Gedanken? Ich glaube, der will immer noch fliegen und hat einfach eine neue Idee. Stand was zur Mission auf der Karte? Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Seine Hütte ist wieder mit ihm besucht. Hilf Urki, sich vor den Udam zu schützen. Aha. Urki. Stein fliegt. Ach, ein Udam. Na, ist gut. Udam Urki Karsa. Oh ja. Oh, ja, stimmt. Aua. Das kitzelt ihn oder was? Das ist echt ein komischer Vogel. Also bekommst du jetzt eine Rüstung. Vorsicht, Feuer, Vorsicht. Er ist wieder mal voll überzeugt von einer Idee und mir gefällt sie auch irgendwie. Dann rennt er also als... Was? Na, wenn du das sagst, dann rennt er demnächst als Kleinstein, als Geowatz herum. Streicheln. Nee, will ich jetzt gerade nicht. Affenhaut ab, sonst gibt's Ärger. Wir müssen da runter. Also wir sammeln jetzt besondere, gute Steine. Ich kletter jetzt nicht, ich hüpfe hier wieder runter. Und sterbe hoffentlich nicht. Bremsen. Ging alles gut. Dann sammeln wir jetzt also besondere Urki-Steine. Das kann was werden. Und wir finden mal in der nächsten Folge heraus, was er dann damit anstellt. Müssen wir ihn vielleicht mit einem Speer beschießen? Vielleicht.
Also, wir lassen uns überraschen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.